Wir befinden uns hier auf der D3Con 2015. Neben mir steht Till Feider, er ist Geschäftsführer der IO GmbH, das ist der Betreiber von Adblock Plus. Till, eigentlich würde man meinen, dass du Konferenzen wie diese meidest. Und trotzdem befindest du dich ja hier irgendwie in der Höhle des Löwen, um mit Leuten zu diskutieren. Warum bist du denn hier? Wir wollen uns ja ganz klar auch als ein alternativer Adblocker positionieren. Wir wollen eben einen Mittelweg etablieren, sowohl zwischen den Nutzern, die genervt sind von bestimmten Werbeformaten, aber auch zwischen den Publishern, die sich natürlich über Werbung finanzieren müssen. Genau da wollen wir einen Mittelweg finden und dafür brauchen wir die Unterstützung von beiden Seiten. Wir brauchen die Unterstützung der User, die akzeptieren, dass bestimmte Werbung notwendig ist. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die Publisher, die Werbenetzwerke, die dann eben auch entsprechend alternative Werbeformate an unsere Nutzer ausspielen. Nun kommst du ja gerade frisch vom Panel sozusagen, wo es auch heiß diskutiert wurde und du wurdest ja auch sehr kritisch beäugt. Nun hatten wir hier vorhin den Sascha Palmberg und der ist leider nicht mehr dazu gekommen, dir eine Frage zu stellen. Das möchten wir jetzt in diesem Sinne machen. Was würdet ihr eigentlich tun, wenn es keine Werbung im Internet geben würde? Also einerseits blockiert ihr Werbung, andererseits lasst ihr bestimmte Werbung zu. Also könnte man aus einem bestimmten Blickwinkel sagen, dass ihr auch ein Werbenetzwerk selber betreibt. Das heißt, was würdet ihr machen, wenn sämtliche Werbung auf einmal weg wäre? Genau das ist ja das, was wir machen, dass wir eben nicht jede Werbung blockieren, weil wir wissen, Werbung ist wahnsinnig wichtig für das gesamte Ökosystem, für den Erhalt von kostenlosen Inhalten. Deswegen wollen wir als Adblock Plus da eine Alternative bieten und ganz klar sagen, Werbung ist notwendig, es muss Werbung gehen, aber sie muss eben nutzerfreundlich gestaltet sein, denn wenn man die Unterstützung der Nutzer verliert, dann ist es eben schwer, seine Zielgruppe auch zu erreichen. Es wurde bekannt, dass ihr einerseits von größeren Unternehmen auch Geldbeträge annehmt und sie uns sozusagen auf die Whitelist bei euch setzt. Das heißt, die Werbung wird sozusagen rausgefiltert und nicht blockiert, sondern angezeigt. Nun könnte man eigentlich vermuten, ihr habt euren Claim für ein Internet ohne nervige Werbung. Auf der anderen Seite, wenn ihr uns Geld gebt, ist es okay, nervige Werbung zu schalten. Wie geht ihr damit um? Ja, genau das ist eben so ein Missverständnis, was immer wieder kolportiert wird. Es geht ja darum, dass nur akzeptable Werbung, also nur Werbung, von der wir wissen, dass sie nicht nervend gestaltet ist, auf die Whitelist kommt. Völlig unabhängig davon, ob man bezahlt oder nicht. Man kann sich nicht einfach freikaufen, muss sich dann nicht mehr an die Kriterien halten. Also für jeden gelten dieselben Kriterien. Was wir gemacht haben, ist, dass wir, um eben auch Content und Publisher zu unterstützen, haben wir ein System, das wirklich nur die ganz Großen zahlen. Für über 90% der Teilnehmer auf der Whitelist ist das Programm komplett kostenlos. Die ganz großen Firmen zahlen uns aber dafür, damit wir eben auch die Möglichkeit haben, da entsprechende Ressourcen reinzustecken in das Programm. Okay, das bedeutet, dass die großen Firmen zahlen und automatisch dann auch nutzergerechte Werbung ausspielen. Also prüft ihr das denn selbst oder wie funktioniert denn das? Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Administrationsaufwand auf unserer Seite, dass wir dem Partner die Möglichkeit geben, unsere Nutzer zu erkennen, dann eine alternative Werbung auszuspielen und eben auch Mehreinnahmen zu messen und das Ganze zu überprüfen. Das sind alles unsere Dienstleistungen, unsere Services, die wir anbieten für unsere Partner. Und wie gesagt, für Kleine ist das kostenlos, für die Großen zahlen dafür, weil sie damit ganz signifikante Mehreinnahmen generieren. Aber nochmal, jeder muss sich an dieselben Kriterien halten. Niemand kann sich einfach freikaufen. Wie muss sich denn das Realtime-Advertising deiner Meinung nach entwickeln, um alle Seiten zufriedenzustellen? Ich glaube, dass man hier noch genauer nach Zielgruppen unterscheiden muss. Und eine sehr spezielle Zielgruppe sind Nutzer, die einen Werbeblocker installiert haben. Und das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Wir müssen es schaffen, diese Nutzer wieder zu reaktivieren. Und das geht eben nur über Werbeformate, die diese Nutzer auch nicht stört, die so unaufdringlich gestaltet sind, dass auch Nutzer von einem Werbeblocker bereit sind, diese zu akzeptieren. Und ich denke, da kann beim Targeting insgesamt noch viel genauer differenziert werden, dass man unterscheidet zwischen einem normalen Nutzer, der vielleicht durchaus bereit ist, Standardwerbeformate zu akzeptieren, aber eben auch die Zielgruppe der Werbeblocker-Nutzer, für die man eine gesonderte Ansprache braucht. Wo soll es aus deiner Sicht nach mit Adblock Plus noch hingehen? Also wie soll sich das jetzt das Produkt weiterentwickeln? Wir wollen zum Tool werden, mit dem der Nutzer selbst entscheiden kann, wie er Inhalte im Internet konsumiert, welche Werbung er bereit ist zu akzeptieren. Und ich denke, das wird uns helfen, am Ende genau diese Balance zu schaffen. Auf der einen Seite ein positives Nutzererlebnis, auf der anderen Seite signifikante Einnahmen für die Publisher, die kostenlose Inhalte anbieten. Gut, eine Frage auch noch ihr habt ja mehrere Gerichtsverfahren jetzt momentan gegen euch laufen.
Wie geht ihr damit um? Also seht ihr dem positiv gegenüber und sagt, das wird schon alles laufen? Oder? Ja, wir sind da sehr entspannt. Bisher haben alle Gerichte und Professoren und auch das Bundeswirtschaftsministerium, jeder, der sich unser Modell genau angeguckt hat, hat bestätigt, dass es komplett legal ist. Also insofern sind wir da ganz entspannt. Ich finde es aber auch eigentlich viel interessanter, sich mal die Frage zu stellen, was soll hier eigentlich erreicht werden? Und wir sind der einzige Werbeblocker, der für einen Dialog bereit ist, der auch beide Seiten berücksichtigt und diese in Einklang bringen will. Wenn man uns angreift, wird nicht ein Nutzer aufhören, Werbung zu blockieren. Die einzige Folge ist, dass dieser Kompromissvorschlag angegriffen wird. Das wird keinen Erfolg haben, aber trotzdem denke ich, sollten sich die Kläger da einfach mal die Frage stellen, was sie hier eigentlich erreichen wollen. Gut, abschließend noch ein paar Worte zur Veranstaltung selbst. Du warst ja auch auf dem Panel und wurdest da so ein bisschen verbal angegriffen. Heißt es jetzt für dich, diese Veranstaltung ist nichts mehr für dich oder wirst du weiterhin aktiv bleiben? Wie gefällt es dir überhaupt insgesamt hier? Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Wir sind kontrovers, wir wollen wirklich Innovation in den Markt bringen. Natürlich tritt man da dem einen oder anderen ein bisschen auf die Füße. Deswegen ist das völlig zu erwarten, dass gerade die Leute, die bestimmte Verhaltensweisen nicht geändert haben, die seit 20 Jahren immer das gleiche Modell fahren, die fühlen sich natürlich bedroht, wenn jemand Alternativen in den Markt bringt. Insofern wird dieser kontroverse Aspekt bei uns immer dabei sein, aber wir stellen uns dem, weil ich denke, es ganz wichtig ist, für die Branche zu erkennen, wir sind wirklich hier, um an einer konstruktiven Lösung zu arbeiten und wir schaffen einen sehr hohen Mehrwert für alle Partner, die mit uns zusammenarbeiten und deswegen wird sich das am Ende durchsetzen, weil die Zahlen ganz klar für uns sprechen. Okay, also auch nächstes Jahr können wir mit der D3Con hier mit dir rechnen? Ich stelle mich dem Dialog. Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig für die Branche, dass es ein Problembewusstsein gibt. Es gibt ein Qualitäts- und Akzeptanzproblem bei Online-Werbung, ob man das wahrhaben will oder nicht. Es gibt eine Zielgruppe an Nutzern, die sich der Werbung verweigern und wir müssen uns darüber unterhalten, wie kann man diese Leute wieder erreichen. Und wir haben da sehr gute Lösungsvorschläge, brauchen aber eben auch Partner, um das umzusetzen und deswegen werden wir uns immer weiter dieser Diskussion stellen. Super, vielen Dank für deine Zeit, Till, und viel Spaß hier noch. Danke.